Ja, herzlich willkommen am Gastro Circle, hier auf der virtuellen Messe, Messestand vom Linox. Ich bin der Christian und habe ein Bio-Catering in Salzburg und darf euch heute die kleinste Küche auf nur 2 Quadratmetern vorstellen. Wir starten jetzt mit unserem Nabu. Das ist ein Kombidämpfer, wenn man den so sieht, auf dem letzten Stand der Technik, One-Touch-System, also wirklich ein ganz modernes Teil, wie wir es kennen, das möchte ich euch gleich vorstellen. Und an der Seite noch den Neo, das ist ein Multifunktionsgerät. In dem Fall haben wir hier von minus 40 Grad bis plus 85 Grad alles abgedeckt, feucht wie trocken. Und mit den 2 Geräten decken wir eigentlich eine vollwertige Küche ab und haben eine riesige Platzersparnis und viele Vorteile, die ich euch heute zeigen möchte. Mir persönlich hat das auch geholfen, weil ich natürlich gesehen habe, wir haben immer mehr das Thema Platz und Zeit. Und das löst uns heute unser Neo, in dem Fall mit dieser modernen Technik. In dem Fall haben wir hier ein One-Touch-Display mit den ganzen manuellen Programmen, die Sie alle kennen. Wir kennen ja die Heißluft, den Dampf, den Kombidampf. Das kann man alles ganz normal und einfach einstellen. Wenn wir da drauf gehen, sehen wir schon, beginnt natürlich sofort zu heizen. Temperatur haben wir hier oben einmal angeklickt, kann man hier verschieben, Feineinstellungen justieren etc. Darunter haben wir dann natürlich auch die Zeit, Dauerbetrieb oder Minuten und natürlich haben wir unten dabei auch noch die Feuchtigkeitsregulierung und auch die Lüfterradgeschwindigkeit. Aber da gehen wir jetzt wieder raus, wir schauen uns jetzt an, was das Gerät hier, unser Nabu, noch kann. In dem Fall haben wir hier nicht nur die manuellen Programme, sondern auch Rezepte. Das sind so Apps, wenn wir hier weiterblättern, sehen wir das ganz deutlich, ne? Unterschiedliche Rezepte, die von Linox schon entwickelt wurden, die hier fertig drauf sind. Oder Ihre eigenen Rezepte, die Sie hier abspeichern. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Brotrezept schreibe, ne? Dann laufe ich nicht mehr 5-mal zum Ofen und stelle herum, sondern schreibe ich mir einmal die 5 Garschritte hinein und dann habe ich das drinnen und kann das immer wiederholen. Gut, darunter haben wir dann noch die Multilevel. Multilevel, da kommen wir später noch dazu. Das ist in dem Fall ein Ordner, bei gleicher Temperatur funktioniert und unterschiedliche Gerichte zur gleichen Zeit zubereitet werden können. Und die Karteikarten, in dem Fall kann ich meine ganzen Rezepte hineinschieben und verwalten. Ja, jetzt suchen wir uns einmal ein Rezept. Wie funktioniert das Ganze? Wir gehen jetzt auf meiner Nabu, in dem Fall in die Cloud. Die sind verbunden, die Geräte, ganz modern mit der Linox Cloud, wo tausende Rezepte schon vorhanden sind. Wir suchen uns ein Rezept heraus. In dem Fall klicke ich jetzt einfach hier oben drauf und suche mir ein Rezept. In dem Fall suche ich mir einen Spieß. In dem Fall sehen wir auch, sucht schon und schlagt alles vor, was es zu dem Thema gibt. Den Spieß, den ich suche, habe ich schon gefunden. Ich ziehe mir den herunter auf dieses Häuschen und schon habe ich ihn von der Cloud runter auf mein Display hier heruntergezogen. Ja, einmal angeklickt, startet schon das Rezept, funktioniert, sieht man, vorgeheizt wird schon, es wird der Gargrad eingezeigt, das Rezept angezeigt und natürlich die Vorheizfunktion. Er sieht hier, wenn er auf Temperatur ist, sagt er, okay, beladen, befüllen und ich kann schon meinen Spieß hineingeben. Aber wir haben gesagt, wir haben hier noch weit mehr als wie nur ein Programm, was hier funktioniert, sondern das ist wirklich ein vollwertiges Rezept. Wir gehen dazu auf die Infotaste und bei der Infotaste sehen wir natürlich jetzt alles, was dahinter liegt. Es ist ein virtuelles Kochbuch, das geht hier auf. Man sieht hier den Kontext, um was geht es überhaupt bei dem Rezept. Da können Sie Ihre Informationen hineingeben, die Sie für Ihren Service, für die Küche etc. benötigen, vielleicht eine Weinempfehlung etc. Darunter haben Sie dann die Zutaten, ja, was brauche ich dazu? Da habe ich alles drinnen stehen, die Zubereitung, möchte auch nicht, dass immer wieder gefragt wird, sondern da kann selbstständig nachgeschaut werden, was brauche ich dazu, wie funktioniert das Ganze und welches Zubehör brauche ich, welches Blech ist dafür geeignet und zu guter Letzt noch ein Bild vom Anrichten, so soll das Ganze aussehen, wenn es fertig ist. Also wirklich ein virtuelles Kochbuch, das man sich zunutze machen kann und das einwandfrei funktioniert. Wir haben jetzt hier zum Beispiel unsere Spieße schon vorbereitet, das ist das Blech dafür, der Grillspieß ist drauf, der ist gesteckt, ne? In dem Fall roh. Wir können den natürlich jetzt auch hineingeben. Gehen da wieder zurück, haben hier die Vorheizphase, ne? Es wird aufgeheizt, ne? Und dann geht es auch schon los, ne? Produkt hineinschieben, okay, können wir machen. Wir wollen das natürlich auch zeigen, kommt hinein.
Und jetzt habe ich immer noch die Möglichkeit, ich kann hier noch variieren. Ich sehe jetzt hier, der Spieß ist 12 Minuten drin. Ich sage, der Spieß ist doch etwas kleiner als wie erwartet. Ja. Wir können da jetzt noch ganz einfach nachjustieren. In dem Fall sage ich, ja, das Kochen ist eine Gefühlssache. Ich sage, 9 Minuten ist dieser Grillspieß fertig und habe das jetzt eingestellt und so flexibel läuft das. Das heißt, ich muss das nicht extra irgendwie kompliziert ein Rezept ändern, sondern einfach aufs Display gehen, draufdrücken, Veränderungen vornehmen und weiter geht's. So wie ich es in der Küche auch gewohnt bin. Ja, jetzt schauen wir weiter. Hier auf diesem Display, das möchte ich natürlich auch weiter zeigen, haben wir jetzt verschiedene Rezepte und verschiedene Programme. Wir haben gesagt, wir arbeiten heute im à la carte Bereich und zwar kennt es jeder. Wir haben zum Beispiel früher diese Timer gestellt. Ja. Jetzt kommt eine Bestellung herein, das Steak, das dauert 8 Minuten. Ich stelle meinen Timer ein, dass ich es nicht vergesse. Steak kommt hinein, die nächste Bestellung kommt herein. Ja, okay, ein Lammkarree. Ja, auch da stelle ich mir wieder den Timer ein, schiebe ich hinein und so weiter. Jetzt habe ich aber hier die Möglichkeit, dass ich anders arbeite und zwar mit dem Multilevel. Multilevel ist nichts anderes als wie diese ja, traditionelle Technik in die Moderne gebracht. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf meinen Ordner, in dem Fall Gastrocircle, Sie schreiben da Abendkarte, Mittagskarte hinein, was Sie auch immer gerade haben möchten und schon wird auch hier vorgeheizt. Man sieht hier, es wird auf Temperatur gearbeitet, auf sehr hoher Temperatur gearbeitet. Wir haben hier jetzt Vorheiz auf 300 und dann auf 250, 260 werden wir hier arbeiten. Das ist individuell. Sie stellen Sie das einfach ein, wie Sie das haben möchten, wie Sie da haben in Ihrer Küche einfach Ihren Kombidämpfer einschalten. Wenn es auf 180 läuft, dann läuft es auf 180, auf 140, dann ist es auf 140. Wir arbeiten hier sehr heiß, weil wir hier sehr verschiedene, viele verschiedene Produkte zubereiten wollen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Dinge schon hergerichtet. Da haben wir jetzt zum Beispiel Kartoffelscheiben, Hühnerbrust ist da, ein bisschen Grillgemüse, Schnitzel haben wir da, Garnelen und Omelettes. Und das machen wir alles gemeinsam jetzt in unserem Nabu, in dem Fall in der Multilevel-Funktion. Was würde ich jetzt traditionell machen? Ich würde jetzt hergehen und sagen, ich brauche einen Grill, der soll heiß sein, da möchte ich die Hühnerbrust drauf grillen, auch das Gemüse, das müsste ich jetzt immer wieder wenden und drehen. Dann hätte ich die Hühnerschnitzel, da hätte ich jetzt aber Pfannen stehen zumindest oder eine Fritteuse, je nachdem. Und ein paar Pfannen für die Omelettes, ein bisschen was für die Garnelen, ein paar Pfannen noch und da sehe ich schon, ich wäre jetzt wirklich hier beschäftigt mit vielen verschiedenen Geräten und natürlich auch bräuchte jede Menge Platz und vielleicht noch zwei helfende Hände am liebsten. Habe ich heute nicht mit, deswegen machen wir das hier mit moderner Technik, in dem Fall mit unserem Nabu. Wir sehen hier ein System, das uns hilft, ja, die Zeit sinnvoll zu nutzen in der Küche und die Ressourcen zu schonen, minimal einen Aufwand zu haben und ein maximales Ergebnis. Das bedeutet jetzt, ressourcenschonend zu arbeiten, das ist für mich auch ganz wichtig. Ja. Ich habe zum Beispiel gesehen, ja, brauche jetzt nicht unbedingt so einen Hefen voll Fett, ja. Es reicht ganz wenig aus. In dem Fall haben wir jetzt nur mit ein bisschen Öl, in dem Fall haben wir hergenommen ein Paprika oder ein Tomatenöl in dem Fall. Das ist vom Rösten, wenn ich jetzt einen Tomatenmark röste, kommt das als ja, mehr oder weniger Überbleibsel zurück, das verdünne ich und nehme das her einfach für diese Sachen. Wunderbar. Schnitzel zum Beispiel, braucht keine Entsorgung mehr vom Altfett vornehmen, habe natürlich auch immer ein frisches Fett, also nicht irgendwas Altes und somit kann man ganz anders und ja, ressourcenschonender arbeiten. Grillgemüse, früher bin ich da auch gestanden und habe das aufgeschrieben für meine Veranstaltungen. Habt ihr dann gesehen, wie das funktioniert? Du grillst halt und schwitzt und hast irgendwie kein Ende in Sicht, weil du da immer beschäftigt bist, gebunden bist am Grill, bis ich gesehen habe, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja? Leg das Grillgemüse auf, ja, auf so Grillblech, schiebt es da hinein. Innerhalb von 6 Minuten habe ich ein perfektes Grillgemüse, da kann ich mehrere Bleche gleichzeitig reinschieben und schon habe ich überhaupt keinen Stress mehr. Ja, wir sehen jetzt hier, in der Zeit hat er schon vorgeheizt, wir sind auf Temperatur gekommen. Unser Gastrocircle-Ordner ist jetzt vor uns. Die ganzen Gerichte, die Sie hier jetzt sehen, haben wir jetzt hier auch drinnen. Was machen wir? Bestellung kommt herein, die Kartoffelscheiben zum Beispiel, wir suchen uns die und ziehen die herunter. Ja, die Kartoffelscheiben ziehen die auf Schiene 3 zum Beispiel. Da sehen wir, ja, 6 Minuten und schon läuft es. Schiebt die Kartoffelscheiben hinein, hier ein bisschen geölt, ne? Auf der Schiene 3, hineingegeben und schon läuft die Zeit. Wir sehen, das ist ein Prozess, der ja,
abläuft und die nächste Bestellung, wenn sie reinkommt, sagt, okay, ich möchte jetzt eine gegrillte Hühnerbrust haben, da haben wir jetzt einen Speedy Grill, ist auch wieder was, wo man sagt, okay, doppelseitiges Grillmuster innerhalb von kürzester Zeit, haben wir jetzt eine Hühnerbrust, die lege ich da hinein im rohen Zustand, schieben wir das Ganze in unsere Nabu hinein, wieder zugemacht, ganz einfaches System, wir suchen uns die Hühnerbrust, wo haben wir haben sie ganz unten reingeschoben, schieben sie runter und sehen, okay, 5 Minuten, gut, die war jetzt ein bisschen größer, da kann man einfach noch ein bisschen was draufgeben, sagt, okay, wirklich individuell einstellbar. Und jetzt ist unser Timer, ist das jetzt, das ist unser Timer, den wir jetzt nicht mehr stellen müssen, da haben wir jetzt nicht 10 Timer vor uns, sondern das ist alles schon integriert und sagt uns genau, wann was fertig ist, meldet sich, verschwindet automatisch, wenn man es rausnimmt und so habe ich einen perfekten Überblick, eine perfekte Organisation. Das bedeutet, ich kann da drinnen viele verschiedene Gerichte zur gleichen Zeit machen. Jetzt das nächste ist Grillgemüse zum Beispiel, kommt auch wieder hinein, schieben wir auf Schiene 4 hinein, suchen uns das wieder, Grillgemüse, ja, ist jetzt nicht hier, gehen wir da auf Plus, schauen wir mal, okay, was gibt es hier, gegrilltes Gemüse. Suchen wir uns das aus, hinzufügen, so schnell geht es und jetzt habe ich schon mein Grillgemüse herausgezogen aus dem Ordner. Runtergeschoben auf die Schiene 4 und schon habe ich hier das Gemüse laufen, meldet sich, wenn es fertig ist und ich habe ein einfaches, effizientes Arbeiten. Gut, weiter geht's. Hühnerschnitzel haben wir schon besprochen. Kann man in der Fritteuse, kann man in der Pfanne machen. Ich sage immer, für mich ist immer ganz wichtig Transparenz, ja? Weil wenn ich sage, ich weiß, wo die Produkte herkommen, ja, dann kann ich das meinen Gästen erzählen. Ja. Wenn sie irgendwas kaufen, was jetzt da zusammengeklebtes Fertigprodukt ist, dann haben sie es nicht in der Hand, wo das herkommt. Ich habe das Beispiel jetzt hier genau vom Produzenten vorbereitet. Der hat auch die Hühner, die schlachtet er immer, wenn sie fertig sind, nach ein paar Wochen, nicht jeden Tag. Somit habe ich dann die Möglichkeit, bei ihm zu beziehen. Panieren wir die, werden schockgefrostet mit unserem Neo und habe dann die kleinen Hühnerschnitzel immer bereit, wann ich sie brauche. Ne. Kann ja auch natürlich das dem Kunden erzählen, wo die herkommen und dass die immer mit einem frischen Fett zum Beispiel knusprig gebraten werden. Das Ergebnis schauen wir uns dann gleich an. Hier wieder ausgewählt, heruntergezogen und schon laufen auch unsere Hühnerschnitzel. 6 Minuten sind sie fertig und so arbeiten wir uns hier durch. Die nächste Bestellung kommt herein. Was machen wir? Ein paar Omelettes, ja. Bekannte Omelettes, wunderbar. Auch die kommen in unseren Multilevel-Ordner hinein. Reingeschoben und wieder heruntergezogen. Also wirklich ganz effizient, einfach. Ne? So funktioniert das Ganze, Stück für Stück immer wieder dazuschieben. Ja, jetzt sehen wir aber, wir haben hier verschiedene Gerichte drinnen schon, ja? Und wir möchten jetzt natürlich auch noch was dazugeben. Jetzt haben wir die Garnelen hier, die möchten wir jetzt noch dazuschieben, schieben wir auch hinein. Auf unserer Schiene, und zwar auf der Schiene 2, wo die Kartoffelscheiben sind, können wir natürlich auch dazugeben. Ja. Geben wir das Ganze dazu, sehen wir, okay, jetzt teilt sich dieser Grillrost, ja, und ich habe die Möglichkeit, ja, auf einer Schiene 2 verschiedene Gerichte hineinzugeben. Das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt hier 10 Einschübe habe, kann hier 20 Gerichte zur gleichen Zeit garen. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man jetzt überlegt, ja, ich hätte da die Möglichkeit, gar nicht so viele Timer zu stellen, ja, müsste natürlich die auch verwalten, da komme ich gar nicht mehr zusammen. Hier habe ich das alles übersichtlich und wenn ich jetzt zum Beispiel im Lokal bin und es kommen gerade Freunde und Gäste, die sagen, okay, kurz um eine Begrüßung, kurz Hallo sagen, ja, das geht ohne weiteres, dann gehe ich einfach hinaus und es übernimmt der Kollege, brauche ich jetzt nicht großartige Absprache machen, ich sage ihm einfach, schau einfach aufs Display, du siehst genau, was noch ausständig ist, wann es fertig ist, auf welche Schiene es fertig ist und du brauchst es nur herausnehmen und anzurichten. Ja. Also so funktioniert dieses System perfekt, ja, und hilft uns natürlich, unseren Arbeitsalltag zu bewerkstelligen und zu erleichtern. Jetzt habe ich hier die Teller, kann man schon auch ein paar Speisen anrichten dann, wenn wir die fertig haben und gehen natürlich auch weiter. Jetzt sehen wir hier, der Grillspieß, der meldet sich schon, der ist fertig, ja. Den können wir dann auch schon herausnehmen. 9 Minuten war er jetzt drinnen, ja. Sehen wir. Dicht gebräunt, wie vom Grill kommt er herunter, ja. Sehen wir hier diesen Grillspieß, so wie er eben hier herauskommt und ausschaut.
Und so funktioniert das Ganze. Wir werden jetzt in der Zwischenzeit die Teller anrichten und alles herrichten. In der Zwischenzeit können wir natürlich auch unseren Neo benutzen. Unser Neo ist ein perfekter Warmhalteschrank, haben wir schon gesehen. Ja. Den können wir hier verwenden, wenn wir unsere Gerichte auch hineingeben. Natürlich auch ein paar Minuten warm halten. Das heißt, nicht nur ein funktioneller Schockfroster, sondern auch ein Wärmeschrank. Den schalte ich einfach um, wie ich ihn gerade brauche. Den haben wir jetzt gar nicht so groß erklärt, da kommen wir noch dazu. Aber da haben wir wirklich die Möglichkeit, viel Platz zu nutzen für Warmhalten, zum Sous-Vide-Garen oder zum Schockfrosten. Also wirklich viele Funktionen, immer gerade so, wie ich es im Service brauche. Wenn ich sage, okay, jetzt habe ich im Service den Bedarf als Wärmeschrank, dann nutze ich ihn als Wärmeschrank. Wenn ich dann sage, nachher wird produziert, dann wird er eben schockgefrostet oder schockgekühlt. Und zu guter Letzt dann über Nacht wird dann wieder Sous-Vide gegart. Und ich habe wieder ein Gerät, das mir 24 Stunden am Tag hilft, meine Arbeit zu bewerkstelligen, ne? Und natürlich effizient zu arbeiten. Ich kann in der Zwischenzeit schon die Teller dekorieren, auf die wir das dann anrichten. Haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ja, ein paar Garnituren anzubringen. Jetzt sage ich mal, sonst ist ja oft so, man hat eigentlich gar keine Zeit, ne, in der Küche großartig da hier zu garnieren, anzurichten und zu kochen, weil natürlich die Hände gebunden sind. Da brauche ich einen anderen dazu, der mir das macht. In dem Fall habe ich die Möglichkeit, das im Prinzip selbst zu machen. Also wichtig ist es ja, dass ich die Möglichkeit habe, also die Geräte habe, und somit kann ich mir die Zeit ersparen und kann das Arbeiten natürlich auch etwas einfacher gestalten. Und es ist nicht so, dass ich sage, es ist keine Arbeit, aber es ist natürlich die Vorbereitung schon da, aber du kannst natürlich auch die Zeit wesentlich effizienter nutzen. Und ganz wichtig sind die Werkzeuge. Wenn jetzt wenn mit dem Pfeil und Bogen in den Krieg schickt, dann werde ich keine Freude haben. Ja. Wenn ich aber dementsprechende Möglichkeiten habe, dann habe ich natürlich auch hier ein leichteres und angenehmeres Arbeiten. So, sind die Garnelen fertig, die sehen wir hier schon, kommen jetzt heraus. Boah, schön gegart. Natürlich die Kartoffelscheiben dazu, habe ich auch hier. Kommen hier raus, machen wieder zu. Sieht man, es meldet sich immer jedes einzelne Gericht, was eben gerade fertig ist und was angerichtet werden kann. So, dann richten wir da jetzt an. Und es meldet sich schon das nächste Gericht. Das Grillgemüse ist fertig, ne? Können wir auch hier rausnehmen. Schauen wir uns das einmal an. Das ist immer die Unterseite, die natürlich dann auch fertig ist. Eins nach dem anderen wird hier herauskommen und angerichtet werden. Immer das, was sich meldet. Schauen wir uns das hier an. Natürlich immer die knusprige Seite haben wir hier nach oben. Grillgemüse, wenn wir das hier anschauen, da sieht man immer auf der Seite das Grillmuster natürlich. Ja, jetzt haben wir hier viele verschiedene Gerichte zur gleichen Zeit zubereitet. Ein bisschen ein Salz kommt noch drauf, ne? Und dann haben wir das Ganze auch schon. Kräutersalz, da habe ich mir einen eigenen Kräutergarten mit Kräutersalz gemacht, das ist, passt wunderbar dazu. Und natürlich auch diese vegetarischen Omelettes. Jetzt sehen wir hier, schön aufgegangen, so sollen die ganzen Omelettes ausschauen hier. Jetzt halten wir uns jetzt auch noch kurz hier warm und dann richten wir auch schon die letzten Speisen an. Wunderbar. Das dicke Schnitzel haben wir hier. Jetzt schauen wir mal, wie viel verschiedene Gerichte wir jetzt gleichzeitig hier anrichten. Ne? Unterschiedliche Zubereitungsarten und natürlich mal schauen, wir haben hier Platz zum Anrichten. Wir haben jetzt hier, ja, wie viele verschiedene Komponenten, also jede Menge. Und ich glaube, es ist schon heutzutage ganz entscheidend, ne? Dass man sagt, man nutzt diesen Platz ganz effizient und hat hier die Möglichkeit, wirklich schön zu arbeiten in der Küche, weil meistens werden die Küchen ja nicht größer, wie wir wissen. Da wird eher das Lokal größer gebaut. Ne? Aber
wenn man in der Küche Geräte hat, die einem das Arbeiten ermöglichen, dann habe ich natürlich auch mehr Freude und mehr Spaß bei der Arbeit. Und da geht es ja auch darum, weil wenn ich einen Spaß habe, dann wird es meistens auch was Tolles, sage ich immer, weil Liebe geht durch den Magen, sagt man so schön. Und das bedeutet auch, dass ich, wenn jemand mit Freude sein Werk tut, meistens bessere Ergebnisse bekomme. So. Unser Omelett noch. So, jetzt haben wir gesehen, was wir hier haben. Unsere Weißwurst haben wir noch. Die haben wir da drin in Neo gehalten. Ist zum Beispiel auch ganz spannend. Kann man die Feuchtigkeit einstellen und habe hier die Möglichkeit, wirklich auch eine Weißwurst, da haben wir jetzt schon Senf hergerichtet, ne, um zu zeigen, das ist jetzt nicht nur ein Warmhalteschrank im trockenen Bereich, sondern auch im feuchten Bereich. Ne. Und das ist natürlich etwas, was ich so beim normalen Wärmeschrank nicht kenne. Ja. Habe ich wirklich die Möglichkeit, hier auch schön zu arbeiten. Okay. Aber jetzt noch unsere Hühnerbrust da drinnen im Doppelgrill, im Speedy-Grill. Schauen wir uns natürlich auch noch an, ja, was wir natürlich jetzt gesehen haben. Eine Hühnerbrust mit doppelseitigem Grillmuster. Und natürlich auch innerhalb von kürzester Zeit fertig. Die richten wir jetzt auch noch an. So, bitteschön. So, jetzt sind wir wirklich fertig. Ich glaube, Fabio, jetzt können wir essen gehen. Bitteschön. Guten Appetit. So, und unser nächstes Gerät ist der Neo, in dem Fall ein Multifunktionsgerät. Und zwar haben wir hier einen Schockfroster, der gleichzeitig als Wärmeschrank oder Niedrigtemperaturgargerät fungiert. Sehr praktisch, also ich habe selbst die Vorzüge kennengelernt, weil dieses Gerät, also dieser Neo, 24 Stunden für mich arbeitet. Warum? Zeige ich euch jetzt gleich. Hier, großer Garraum, ja, sieht man, hier kann man einiges reingeben. Wir haben jetzt hier unsere Produkte drinnen zum Beispiel, die dann auch Sous-Vide gegart sind. Entweder nur Sous-Vide garen oder auch gleich runterkühlen. Das ist nämlich der Vorteil. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, über Nacht zu garen. Und wenn am richtigen Garpunkt, zum Beispiel jetzt ein Roastbeef, ja, am richtigen Garpunkt ist, dann gleich runterkühlen lassen. Und wenn ich in der Früh komme, kann ich das natürlich schon fertig herausnehmen, kalt herausnehmen, entweder im Mise en Place versorgen, also im Kühlhaus versorgen oder gleich wieder aufschneiden, herrichten und für den nächsten Einsatz zubereiten. Feuchtigkeit, auch ein großes Thema, also nicht nur trockene Möglichkeit warm zu halten, sondern auch feuchte Möglichkeit. Das heißt, in dem Fall habe ich hier die Möglichkeit, auch Knödel warm zu halten, Weißwürste warm zu halten. Ja? Also alles, was feucht ist, was Dampf braucht, kann ich hier natürlich ganz genau so zubereiten und warm halten, ohne einen großen Qualitätsverlust. Und das ist auch das Spannende im kalten, im warmen, im trockenen wie im feuchten Bereich hier einzusetzen. Und der Platz ist immer dieser, ein Quadratmeter, den ich benutze in der Küche und habe aber die Möglichkeit während des Service umzuschalten auf Wärmeschrank, auf Wärmefunktion, habe somit einen Wärmeschrank, den ich während dem Service benutze, danach schalte ich um. Ja. Am Nachmittag wird es wieder mein Produktionsgerät, das heißt, da wird dann wieder Schock gefrostet, Schock gekühlt. Ja. Und das wissen wir in der Küche, ist einfach toll, wenn man so ein Gerät hat, dass man in kurzer Zeit die Produkte herunterbringt, kalt macht und dann für die weiteren Vorgänge vorbereitet und zubereitet. Und im nächsten Schritt, dann über Nacht, lassen wir das Ganze so weit garen. Oft stelle ich heute halt ein, den Braten, ja, 68 Grad, circa 16 Stunden, wirklich schön arbeiten lassen,
über den freien Tag hinweg zum Beispiel auch so Widgarn danach gleich runterkühlen lassen. Wenn ich dann vom freien Tag zurückkomme, habe ich die Möglichkeit, gleich wieder mein fertiges Produkt herauszunehmen und es zu versorgen. Gut, von minus 40 Grad bis plus 85 Grad haben wir gehört. Und nebenan haben wir jetzt unseren Naboo, einen Kombidämpfer auf dem neuesten Stand der Technik mit One-Touch-System. Wirklich toll, einfach zu bedienen. Ja. Wenn wir hier sehen, die manuellen Programme, danach den ganzen Ablauf von Rezepten, von Multilevel-Ordnern etc., was ich benutzen kann. Hier aber auch die richtigen Einsätze. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ja, Hühner haben wir früher Flasche in den Hintern gesteckt, dass sie schneller durch werden, ja, bei den größeren Objekten. Ich sage jetzt einmal, jetzt haben wir hier einen Händelgrill, ja, da steckt man die so drauf, schön groß, wird es gebraten, tropft ab von außen und von innen. Durch die Kaminfunktion habe ich hier ein wirklich perfektes Ergebnis in kurzer Zeit. Weiters haben wir zum Beispiel die Möglichkeit mit diesem Grill, ja, einem Doppelgrill, den nehmen wir jetzt ganz kurz einmal heraus, sieht man so, kann man auf- und zumachen, also wirklich ein Speedy Grill, ja. Kurze Garzeit und ein doppelseitiges Grillmuster, also wirklich sehr viel Zeitersparnis und natürlich auch das Handling hier drinnen. Da brauche ich keinen Grill putzen, einfach auf automatisches Reinigungsprogramm habe ich hier drinnen. Automatisches Reinigungsprogramm, das schnellste ist 24 Minuten, das ja, längste dauert 41 Minuten, ich muss nichts mehr machen. Also ich habe auch keine Gefahr mehr irgendwie mit den Spülmitteln in Berührung zu kommen. Das ist hier in dem Fall unten drinnen, zeigen wir hier, weil das ein Doppelturm ist. In dem Fall haben wir es hier in der Lade, haben wir hier die ganze Reinigungsmittel drinnen und somit ist es ein ganz einfaches System. Einschalten, Knopf drücken und heimgehen. Ja? Schaltet sich automatisch ab und das ist eben der Vorteil von der heutigen Technik. Da möchte ich gar nicht mehr, dass Mitarbeiter hier mit Reinigungsmittel hantieren müssen. Was wir noch haben, ist ein ganz spannendes Thema, und zwar Transparenz, Energie. Energie, in dem Fall Energy Star ausgezeichnetes Produkt. Was hat das? Es hat hier den Modus, wenn wir jetzt hineingehen, zum Beispiel Energy, hier sieht man das Zeichen, gehe ich hinein und schaue, Energie, Wasser, Reinigungsmittel, all das kann ich auslesen, ganz genau auslesen, wie viel habe ich denn beim letzten Vorgang gebraucht, ja? Die letzten 24 Stunden zum Beispiel, sieht man hier genau, so viel Energie, Wasser etc. habe ich hier verbraucht und das ist das Spannende, weil da kann ich meine Kalkulation machen, da weiß ich auch, wie lange hat mein Produkt gebraucht, um es dann eben über Nacht zu garen und somit habe ich eine gute Basis für Kalkulation. Ja, in dem Sinne, glaube ich, kann man sagen, besucht uns auf der Messe, meldet euch bei der Webseite von Linox an, schaut euch das an, stellt Fragen, wir sind im Live-Chat für euch da, auch die Kollegen sind für Sie da und wir können uns da austauschen und interessante Informationen herausholen. Ganz spannend und freue mich auf euch.